Wir begrüßen dich jetzt mal an dieser Stelle hier im neuen Jahr 2022. Viele haben ja darauf gewartet. Endlich ist dieses bescheidene Jahr vorbei. Haben wir von dem einen oder anderen gehört. Oder endlich geht es los, 2022 weiter an meinen Zielen zu arbeiten, richtig durchzustarten. Und das neue Jahr birgt ja auch in den meisten Fällen, was ja viele machen, ist sich Vorsätze vornehmen, okay, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte vielleicht auch ein gewisses Ziel in meinem Geschäft erreichen, ich möchte vielleicht auch weniger Fußpflegekunden zum Beispiel auch dieses Jahr bedienen, möchte mich vielleicht auch in gewissen Bereichen weiterbilden, was Gesichtsbehandlungen angeht, was Abus und Kuren angeht, wie auch immer. Und gerade dieses Thema Vorsätze ist ja auch so, dass auch statistisch bewiesen ist, dass viele Vorsätze einfach nicht eintreffen werden, beziehungsweise fallen gelassen werden, so wie im Fitnessstudio. Ja, in den ersten paar Monaten merkt man halt schon, dass natürlich, also in den ersten paar Wochen sind alle noch immer noch mega motiviert. Das ist mir ja auch im Fitnessstudio, die sind rammelvoll, alle sind so und Stepper und so. Ja. Und man merkt dann schon so, wenn man Richtung Februar, März schaut, dann ist natürlich bei meisten die Motivation natürlich auch im Eimer oder ist so langsam ausgestrichen. Vor allem muss man ja auch sagen, Leben ist das, was dazwischen passiert, ja. Und wir wissen es ja von den letzten paar Jahren, ne? Es passieren Dinge, Situationen, Lebensumstände treten ein. Und die hindern natürlich dann auch so ein bisschen immer davon, so wirklich seiner Passion, seinem Weg jetzt irgendwie auch zu folgen, seine Vorsätze sind auch gut, aber Vorsätze sind natürlich nur besser, ja, umzusetzen. Und das merkt man halt natürlich dann schon, dass der ein oder andere natürlich dann irgendwann so, ja Mist, jetzt ist die Jahreszahl gern, jetzt muss ich irgendwie da Gas geben, das war jetzt der große Gong in meinem Leben, 2022, ja, jetzt geht's los, das haben wir super oft gehört, ja, und dann irgendwann hat Zeit, muss man halt ganz ehrlich sagen, Digitalisierung, möchte man vielleicht mal dies oder jenes, wie Maria auch schon gesagt hat, aber irgendwie klappt das nicht so wirklich, vielleicht weiß man auch gar nicht, hat sich Vorsätze genommen, wie zum Beispiel Umsatzsteigerung oder mehr Digitalisierung oder mehr auf Social Media zu machen, aber dann fällt einem überhaupt mal ein, dass man gar nicht weiß, wie man diesen Umsatz überhaupt umsetzen soll, das heißt, man weiß zwar irgendwie schon, was man gerne hätte, aber nicht, wie man da hinkommt, das heißt, so ein bisschen fehlt der Wegweiser, die Landkarte, um sein Ziel auch zu erreichen. Das ist so ein bisschen wie Schnitzeljagd. Man rennt von A nach B und von B wieder nach C und andersrum natürlich. Aber so richtig merkt man, tritt da keine Veränderung rein. Das ist natürlich frustrierend. Ja, total. Und was wir zum Beispiel auch im Ende des Jahres 2021 festgestellt haben, dass natürlich auch viele auch sagen, ne, beispielsweise in unseren Beratungen, wir haben eine kostenlose Beratung übrigens, im neuen Jahr, im Januar, im Februar, im März werde ich das Thema dann angehen. So, jetzt ist Januar, jetzt ist Februar und auf einmal, Mist, ja, ich weiß trotzdem irgendwie nicht, wie es weitergehen soll, beziehungsweise ich habe halt nichts gemacht, ne? Wie soll es jetzt weitergehen? Irgendwie bin ich auch nicht schlauer, nur weil sich die Jahreszahl geändert hat. Ja, ne? Und dann schiebt man es ja wieder vor sich her und sagt, okay, jetzt hat es im Februar nicht geklappt, wegen, hat man irgendwelche Ausreden, die Kinder oder dies und das ist passiert oder Corona war schuld oder dies und jenes. Ja, und dann mache ich es einfach in 2 Monaten, weil da ist dann der perfekte Zeitpunkt, um das dann umzusetzen. Wenn dann aber 2 Monate rum ist und du stehst an diesem Zeitpunkt, wo du eigentlich jetzt umsetzen wollen würdest, dann ist ja wieder was anderes. Also es gibt ja immer irgendeine Ausrede, warum es gerade nicht funktioniert und so verschenkt man natürlich unglaublich viel Zeit in seinem Leben, wo man hätte ja schon längst anfangen können. Man kriegt es ja auch irgendwie nicht perfekt, ne? Ja. Also der perfekte Zeitpunkt in seinem Leben zu erreichen, also wenn man ehrlich bin, in meinem Leben gab es nie perfekten Zeitraum, um irgend dies oder jenes umzusetzen. Ich habe es einfach gemacht. Genau. Weil, ja, auf was wartest du? Ja, ist auch, muss man auch sagen, ein typisches menschliches Verhalten von der Masse, ja, muss man auch an dieser Stelle sagen, dass viele sich halt einfach so ein bisschen auch die ganze Zeit mit der Hoffnung leben, dass, ja, wenn ich dann in einem Monat oder so, dann, das wenn ist aber dann. Ja, genau, wenn dann. Das ist aber so ein typisches Verhalten auch, wie dein Verstand vor allen Dingen möchte dich ja auch austricksen. Ja. Ne? Das muss man halt auch verstehen. Also gerade dein Kopf fängt an, irgendwelche Ausreden in gewisser Weise zu finden, damit du dich auch nicht schlecht fühlst. Ja, oder nicht scheiterst. Ja, genau, auch, nicht scheiterst. Ne? Oder es erst gar nicht probierst. Und das ist zum Beispiel auch, es ist was Menschliches, aber wenn du natürlich selbstständig bist, ist das fatal. Weil es unter Umständen natürlich auch Arbeitsplätze kostet, wenn du Mitarbeiter hast, dass es halt auch einfach damit zu tun hast, dass du nicht weiter vorankommst, dass du stagnierst. Und stagnieren, muss man halt auch immer sagen im Business, ist einfach Rückschritt.
Ja. Es gibt immer nur, entweder gehst du voran, du bleibst stehen, aber meistens, wenn du bestehen bleibst, bist du eigentlich schon wieder in einer Abwärtsspirale. Ne? Das ist einfach eine Tatsache. Bist ein Träumerle. Genau. Und das ist natürlich wirklich ein Punkt, gerade was so Vorsätze angeht, wo viele einfach immer wieder scheitern an ihren Vorsätzen. Ne? Ja, vor allem lebt man ja permanent in einer Vision, aber nicht in der Realität. Wenn, dann würde ich das und das erreichen. Ja, aber das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist, dass du gerade einfach nichts erreicht hast. Dass du einfach da sitzt und gerade halt einfach nichts machst. Und wer nichts, also wer eine Veränderung will, aber nichts ändert in seinem Leben, das ist halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, das ist ein Film mit Birnenvergleich. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja? Und du kommst natürlich auch nicht voran. Also wer keinen Schritt nach vorne geht und sich aber eine Veränderung wünscht, gut, der ist halt auch so verdammt natürlich ewig in dieser Spirale zu sein, dass man immer denkt, ja, wenn, dann würde ich ja. Ja, aber es macht auch keinen Sinn, die Situation halt schön zu reden, zu sagen, ja, und wegen dem geht's gerade nicht. Und wenn ich das dann machen würde, dann wäre ja, aber ich kann das ja. Ja, aber wenn du es könntest, dann wärst du ja schon dort. Und das ist eben auch das Typische, was will sich auch mal einreden, ich kann das schon alleine, hören wir ganz oft und dann passiert aber halt auch nichts, ja, aber wenn du es könntest, wärst du natürlich auch schon dort, also es ist eine sehr, sehr gefährliche Spirale natürlich auch, in der man sich befindet, wenn man diese Neujahrsvorsätze sich immer setzt natürlich und sagt, okay, wenn das dann soweit ist, dann, und diese zeitlichen Limitierungen, das ist halt immer diese Sache, du lebst halt die ganze Zeit hinterher. Ja, weil du natürlich in der Vergangenheit lebst und nicht in der Zukunft, weil in der Zukunft hättest du ja schon umgesetzt. Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, in der Selbstständigkeit, du kannst halt auch nicht, die ganze Zeit auf Nummer sicher gehen. Nee. Das funktioniert halt nicht, ne? Also man muss auch einfach gewisse Dinge halt wagen. Ich meine, Sicherheit ist im Unternehmen ja super wichtig, ja, also gar nicht auch, dass du irgendwelche Risiken eingehen sollst, aber wenn du natürlich vorankommen willst, dann ist natürlich die Zukunft für dich erstmal unklar, weil du ja das noch nicht erreicht hast. Das heißt, du gehst ja immer in etwas Unsicheres hinein, wenn du etwas Neues tust, ganz klar. Und man darf natürlich auch keine Angst vor der Angst haben oder keine Angst vor der Unsicherheit, denn die in Weiterentwicklung hat immer mit Unsicherheit zu tun, weil du ja etwas Neues machst, deswegen ja auch Weiterentwicklung. Ja, und das sehen wir auch wieder bei unseren Kunden, die da eben erstmal so eine kleine Hemmschwelle, ja, ich weiß nicht und nachher kann ich es nicht umsetzen und was mache ich denn dann und was ist, wenn nichts passiert? Ja, natürlich, wenn nichts passiert, ist scheiße, ja, brauchen wir drüber reden. Aber, ja, wenn du alles dafür tust und auch umsetzt und auch bereit bist, ja, etwas Neues zu erlernen, dann wirst du auch immer Erfolg haben, selbst wenn du scheiterst, weil auch ein Fehler ist ja ein neuer Fortschritt, den du tust. Es ist ja immer ein Fortschritt. Ja? So, und da muss man einfach auch ganz klar sagen, wage für 2022, guter Vorsatz für dich, wage auch tatsächlich den Schritt jetzt in die Weiterentwicklung, denn auch wenn du scheitern sollst oder auch wenn ein Fehler kommt, dann ist dieser Fehler nur ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und ein Learning für dich. Und Erfahrung beruht automatisch auch immer auf Fehlern, die man gemacht hat, sonst hat man keine Erfahrung. Ja? Deswegen auch ganz wichtig für dich, wenn du 2022 zu deinem Jahr machen möchtest und sagst, okay, ich möchte jetzt einfach auch diesen Fortschritt haben, ich möchte mich weiterentwickeln, aber ich möchte das Ganze nicht alleine machen, ich würde mir da sehr gerne Hilfe holen, ich habe keine Lust auf Rumgeeier, schlechte Erfahrungen, ich möchte einfach gerne jemanden an meiner Seite haben, der mich lenkt, der mir einen Leitfaden gibt, ja. Da haben wir auf jeden Fall für dich ein kostenloses Erstgespräch, ja, da kannst du dich drauf bewerben. Ganz wichtig, wenn du dich dafür einträgst, gib bitte ein paar Informationen ab, damit Maria und ich oder unser Team natürlich auch weiß, wer du bist. Ja, dann wird ein Termin vereinbart und dann sprechen wir demnächst über deinen Fortschritt. Nochmal ganz wichtig, wir haben einen Beauty-Podcast, ja, die Beauty-Expertin auf über 15 Kanälen, also da gerne mal, ne, Google, Amazon Music, Apple Music, Spotify, einfach mal bei deinem Lieblingskanal eingeben. Dann kannst du auch noch mal reinhören und dann hören wir uns auf jeden Fall zu einem nächsten Video.